uns geschehen, ist sogar deutlich milder, als wir es bei der Grippe sehen. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft. Und die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Und es wird bald die Situation kommen, dass jeder irgendjemanden kennt, der aufgrund des Coronavirus gestorben ist. Ich möchte allen raten, verlässliche Informationen zu suchen. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Nie hinterfragt werden. Nie hinterfragt werden. Nie hinterfragt werden. Verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche Professoren oder Doktoren, die nur weil sie Mediziner sind, für sich beanspruchen, Ahnung von diesen Dingen haben. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Sie dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Ganz kurz eine Frage. Ich weiß, Fragen mit Ja und Nein mögen Sie nicht gerne beantworten, aber es gibt ein Gerücht, dass es einen Impfzwang geben wird. Können Sie das bestätigen oder verneinen Sie das? Ich habe immer gesagt, deswegen weiß ich auch nicht, woher dieses Gerücht kommt. Ich habe den Eindruck, das wird von interessierter Seite eher gerade immer wieder auch in den sozialen Medien hochgezogen. Ich habe immer gesagt, es gibt eine hohe Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich gerade beim Thema Coronavirus impfen zu lassen. Das spüre ich in jeder Debatte. Und wo die Freiwilligkeit zum Ergebnis führt, da braucht es keine Pflicht. Aber wenn also die Freiwilligkeit gering ist, wird Debatte es auch nicht keinen Zwang geben? Es braucht keinen Zwang, da bin ich fest von überzeugt, weil nach allem, was ich wahrnehme, es eine hohe Bereitschaft gibt, sich impfen zu lassen. Bin ich nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Dann haben Sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Wir haben die Testkapazität enorm erhöht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Das sollten wir einfach so tun. Wir dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Es wird nicht so wie früher, solange wir keinen Impfstoff und kein Medikament haben. Null Toleranz an der Stelle. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharma-Lobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Wir wollen wirklich keinen zweiten Lockdown. Prügel in Zentonio für diese Unverschämtheit. Au! Mehr Testen, mehr Maske, weniger Alkohol und weniger Partys. Was? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ja, hallo, ich bin Karl Lauterbach. Also ich bin selbst Arzt und hatte das Institut für klinische Epidemiologie und Gesundheitsökonomie hier an der Uniklinik in Köln. Da bin ich beurlaubt und bin Mitglied bei uns in der SPD-Bundestagsfraktion, also für Gesundheitsfragen, viele Jahre zuständig schon. Und ich will was sagen zu dem Video oder zu den Videos von Wolfgang Wodak. Zunächst einmal, Wolfgang Wodak schätze ich sehr. Das ist ein Kollege, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe. Er ist auch als Amtsarzt sehr ausgewiesen. Und umso mehr hat es mich überrascht, wie er sich jetzt eingelassen hat zu Corona. Zuerst wollte ich das nicht kommentieren, weil ich ihn sehr mag und also weil man da auch also nicht kommentieren sollte, wenn es nicht nötig ist. Aber das findet eine solche Verbreitung, dass es einfach also eine Gewissensfrage für mich auch ist, zu sagen, also wie ich das sehe. Und ich sage mal, ich spreche hier wirklich für fast jeden Wissenschaftler, der in dem Feld unterwegs ist. Kein Kollege wird das viel anders sehen, als wie ich es jetzt hier versuche, fair zusammenzufassen, ohne unfair zu sein. Um es also auf den Punkt zu bringen, was Wolfgang hier vorträgt, also dass das Coronavirus in Wirklichkeit nicht so gefährlich ist und dass das also, sage ich mal, eine Sache ist, die aufgeputscht wird von den Virologen, um sich selbst ein bisschen wichtig zu machen. Da fallen so Begriffe wie Hofschanzen und dass das vergleichbar wäre mit der normalen Grippe oder also mit also einer etwas stärkeren Grippe, als wir es üblicherweise haben. Das ist eine abwegige, vollkommen falsche Sicht der Dinge. Ich drücke es mal so aus, das ist einfach schlicht blanker Unsinn. Also man steckt sehr schnell an mit einer hohen Sterberate. Die Sterberate, die also können wir nicht genau wissen, aber die ist in einigen europäischen Ländern derzeit also in der Größenordnung von einem halben bis 2%, in Italien 7%. Das sind natürlich besonders hohe Zahlen, die sich auch nicht bestätigen werden, weil da sehr viele unerkannte Fälle sind. Aber klar ist, jeder Kollege von mir, jeder, der da ernsthaft unterwegs ist, sagt, sowas haben wir noch nie gehabt, das müssen wir in den Griff bekommen, wenn uns das aus dem Ruder läuft. Und wir haben dann nachher im Herbst möglicherweise 8 Millionen Infizierte. Da wird nur ein halbes Prozent sterben, also eine eher optimistische Sicht der Dinge. Dann sprechen wir hier über Zehntausende Menschen, die sterben. Und selbst für diejenigen, die sagen wir mal einen harmloseren Verlauf haben, können wir nicht ausschließen, dass die lang50.000 mehr Corona-Tote bis Weihnachten. Diese Hochrechnung hat Karl Lauterbach gestern bei Die richtigen Fragen präsentiert und damit auch einige schockiert. Wir hören noch mal rein. Wir haben derzeit einen R-Wert von ungefähr 1,3, 1,4. Wenn man den jetzt sagen wir mal so durchlaufen ließe, wie er jetzt stattfindet, also wir würden jetzt sagen wir mal so weiterleben im Großen und Ganzen, wie jetzt der Wert bliebe, 1,3 ungefähr, wie er jetzt ist, dann würden bis Weihnachten würden zusätzlich zu den Todesfällen, die wir haben, auf der Grundlage der Berechnungen, ich habe selbst auch Berechnungen gemacht, zusätzliche 50.000 Menschen verstorben sein. Bis Weihnachten. Aber Sie haben bei Bild die richtigen Fragen gesagt, wenn wir nichts ändern, dann werden wir bis Weihnachten 50.000 Tote mehr riskieren. Wie kommen Sie auf diese Zahl von 50.000 Toten? Also eine berechnete Zahl, die von dem völlig unrealistischen Szenario ausgeht, dass wir tatsächlich nichts tun, dass der R-Wert 1,3 jetzt unverändert bliebe. Sagen wir mal, die Appelle der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten und die Regeln, die wir jetzt beschlossen haben, würden gar nicht wirken. Was würde uns dann drohen? Das ist die Rechnung. Und dann würde Folgendes passieren, dann hätten wir für einen Monat lang steigende Zahlen bei den Neuinfizierten und eine Sterblichkeit von 1% für jeden Infizierten. Ab dem zweiten Monat würden dann die Gesundheitssysteme komplett zusammenbrechen, weil dann hätten wir so viele Neuinfizierte, dass die Sterblichkeit steigen müsste, weil wir einfach keine Intensivbetten mehr hätten. Dann steigt die Sterblichkeit in dieser Rechnung auf 2,5%. Rechnet man so, dass man einen Monat mit 1% Sterblichkeit rechnet und dann wegen des Zusammenbruches des Gesundheitssystems mit einer Sterblichkeit der Neuinfizierten von 2,5%, kommt man auf insgesamt zusammen mehr als 50.000 Tote
bis Weihnachten. Das wird aber nicht eintreffen, weil wir so etwas nie zulassen würden. Wie viele Infizierte müsste es denn täglich neu geben, um auf diese Zahl zu kommen? Welchen Wert hätten wir dann? Wenn die Infektion jetzt weiterläuft mit einem R-Wert von 1,3, der würde unverändert bleiben, die Wirkung der Maßnahmen kommt nicht oder käme nicht. Dann hätten wir also in 2 Monaten pro Tag tatsächlich 500.000 Neuinfizierte. Pro Tag 500.000 Neuinfizierte? Genau, wir hätten. Ich bitte hier wirklich jeden, der das Video von Wolfgang Wodak sieht, es nicht zu teilen und nicht weiterzuleiten. Wir haben schon genug Fake News, also die da unterwegs sind. Laut den Zahlen Ihres Robert-Koch-Instituts lässt sich kein erhöhter Anteil am Infektionsgeschehen in den Bereichen Freizeit, Speisestätten oder Übernachtungen feststellen. Trotzdem geraten genau diese Bereiche ins Fadenkreuz Ihres Wellenbrecherwahns, Frau Merkel. Und Sie, Frau Bundeskanzlerin, ich freue mich ja, wenn Sie uns zuhören als größte Oppositionsfraktion, Sie, Frau Bundeskanzlerin, sprechen immer davon, dass Einschränkungen gut erklärt werden müssen. Dann erklären Sie doch dem Gastronomen, der nach dem letzten sinnlosen Lockdown im März seine letzten Reserven im Vertrauen auf diese Regierung in Heizpilze, Umbaumaßnahmen oder sogar neue Lüftungen investiert hat, erklären Sie ihm, dass am Ende alles umsonst war. Und wenn Sie schon dabei sind, dann können Sie diesem Mann auch noch erklären, wie man als Betroffener, dessen Existenz gerade mit dem Holzhammer vernichtet wird, jemals wieder Vertrauen in diese Politik haben soll, meine Damen und Herren. Lockdown, alles ist wieder dicht, Gastronomie, Theater, Museen. Ja, Kultur war in den letzten Monaten ein unglaublicher Ansteckungsherd. Die Massen waren in den Museen gar nicht mehr zu bändigen. Die Fans, die bei ihren Schlachtrufen meterweit spucken. Und am Ende prügelten sich in der Abteilung klassische Moderne die Fans der Expressionisten mit denen der Kubisten. So ging es einfach nicht mehr weiter. Aus den Restaurants taumelten ja massenhaft die Infizierten. Deshalb hat Frau Merkel ja auch gesagt, die Tische müssen weiter auseinander. Das haben die Wirte gemacht. Dann mussten sie so Duschvorhänge zwischen den Tischen aufstellen. Haben die Wirte auch gemacht. Neue Lüftung haben sie gemacht. Nicht? Und jetzt, wo alles fertig ist, sagt Frau Merkel, danke, jetzt machen wir zu. Ich meine nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich finde durchaus, dass man was machen sollte gegen Corona. Aber es wäre schön, wenn man sich auf Maßnahmen beschränken würde, die einen Sinn haben. Mein Tennistrainer zum Beispiel ist jetzt wieder arbeitslos, weil die Halle dicht ist, die Tennishalle. Unsere Tennishalle hat 3 Plätze. Die Halle ist ca. 40 x 50 Meter. Da spielen 6 Männlein Tennis mit einem Abstand von 25 Metern und durchgehender Belüftung. Und wenn man sich da anstecken will, muss man über das Netz springen, den Gegner überwältigen und ihm dann die Zunge in den Hals stecken. Und bei uns kommt das nicht so oft vor. Ja. Entscheidend sein über ganz andere Sachen, wie viele Leute ein Kranker ansteckt. Das ist interessant. Vor dem Lockdown hat ein Kranker 0,7 Menschen angesteckt. Nach dem Lockdown hat ein Kranker 0,7 Menschen angesteckt. Also hat der Lockdown nichts verändert. Er hat nichts gebracht. Ja. Aber er hat auch nicht geschadet. Also nicht dem Virus. Jedenfalls der Wirtschaft schon. Herr, spätestens an dieser Stelle müssten Sie auf der Regierungsbank die eigenen Beschlüsse zerreißen, um Verzeihung bitten und sofort zurücktreten. Ihre Maßnahmen basieren fast ausnahmslos auf Annahmen und Ängsten. Und man sagt immer, Panik sei kein guter Ratgeber, aber es ist anscheinend der einzige Ratgeber, den diese Bundesregierung noch hat. Statistische Evidenz, vollkommene Fehlanzeige.
Führende Virologen und Medizinerfachverbände äußern sich gemeinsam und halten einen Lockdown für unnötig. Frau Bundeskanzlerin, hören Sie bitte endlich auf diese Fachleute und stoppen Sie diese Panikpolitik. So